Servus, grüß euch beieinander. Der Titel verrät's. Ihr seht, ich habe da bei der ersten Flasche schon rumgenuggelt. Ich habe 3 bekommen. Ich habe den Erzeuger sogar da. Und wir probieren das heute. Der ist jetzt 4 Tage offen gestanden. Darum das Plopp. So. Met ist ja nicht jedem gegeben, weil das ist ja so Access. Ist er nicht. Und Met ist ja ein sehr einfaches Getränk, sollte man meinen, weil es kommt ja nichts rein. Es kommt ja eigentlich nur, die Grundlage ist Honig. Ja? Und dann kann man auch schon Met machen. Was hast du rein? Kardamom, Zimt, Nelken, Apfelsaft und Wasser und Hefe. Wasser und Hefe, ja. Brauche ich, genau. Die ganzen Gewürze sind optional. Es würde theoretisch mit Honig, Wasser, Hefe würde reichen. So gesehen. Ja. Genau, und ja. Sternanis. Und Sternanis. Ja, okay. Also es ist ein sehr feines Getränk geworden. Bei weitem nicht so süß, weil ich gemeint habe. Wie viel Honig hast du gehabt? Das sind 5 Liter Apfelsaft, 1 Liter Wasser und 4 Kilo Honig ungefähr oder 3,5 Kilo Honig. Also es ist sehr viel Honig drin, aber es ist nicht so süß, wie man meinen würde. Der Apfelsaft steht der Sache sehr, sehr gut, muss ich sagen. Der bringt ein bisschen Säure mit rein und nicht nur süß. Also, ein sehr feines Getränk. Die Rezepte im Internet gehen weit auseinander, aber es ist relativ einfach und relativ mit günstig bin ich jetzt vorsichtig. Ihr solltet einen guten Honig kaufen. Richtig guten Honig. Das ist ein sehr spezieller Honig von einem kleinen privaten Imker. Das ist ein sogenannter Boderjackel-Honig. Den werdet ihr im Internet nicht finden. Aber holt euch Honig beim Imker. Nehmt da gerne mal 1,50 oder 2 Euro für 500 Gramm Glas mehr in die Hand und schmeißt euch nicht irgendwas in die Röbe. Da habt ihr dann was Anständiges. Übrigens, guter Honig, es gibt ja im Internet Erklärungen rauf und runter, aber guter Honig rausfassen, in ein Glas Wasser geben, Löffel entnehmen oder mal kurz rühren, das bleibt im ersten Moment erst einmal in Klumpen. Wenn das ein bisschen irgendwas gepanscht ist, geschrottet, das wird ja halt mit alles gestreckt, ihr müsst euch da einlesen. Gott, das würden, das ist ja irre, was verkauft wird. Das löst sich sofort auf, das ist ja mehr Sirup als Honig, also nein, sowas wollen wir nicht. Aber das da ist ein sehr feines Trankerl, dauert, wenn ich das heute mache, wie lange bis ich den trinken kann, ungefähr? Aus der Hüfte? Mindestens 2 Monate. Also innerhalb von 2 Monaten kann man da was Feines genießen und Met muss ja nicht gerne auf Mittelalterfest verkauft warm sein. Nein, im Gegenteil, das wäre auch ein sehr erfrischendes Getränk für den Sommer. Also, ja, könnte man so probieren, meine Lieben. Das mit dem Met ist auf jeden Fall eine sehr feine Sache und sehr süffig. Hau, hau, hau. Wir werden jetzt dann gleich im Anschluss noch ein zweites Video drehen und ja, im Namen der Wissenschaft werden wir uns wieder opfern. Es wird nochmal was zu trinken geben. Ja, wir kommen nicht so oft zusammen. Und wenn wir dann zusammenkommen, dann ja, der Bayer im Allgemeinen trinkt ja wenig, dafür oft und dann viel. Und ja, ich dazu in dem Sinne ein sehr feines Getränk der Met. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Bleibt's, meine Freunde.